Moin Gerrit. Ganz spannende Sache, die mich sehr stark beschäftigt letzte Zeit, wie auch alle Menschen, ist diese Geladenheit und diese Geladenheit, die mit diesen herausfordernden Zeiten kommen, in denen wir uns im Moment befinden. Wir sind jetzt gerade wieder am Startschuss des zweiten richtigen Lockdowns. Lockdown Light, wie das von der Politik auch mal viel genannt wird, ist jetzt vorbei. Und ich persönlich habe das Gefühl, dass in der gesamten Gesellschaft sich sehr viel tut und diese herausfordernden Zeiten schon uns sehr belasten. Das Gefühl, dass viele Leute sich schneller eher angehen und ja, geladener unterwegs sind, Schwierigkeiten damit haben, die Situation zu verarbeiten. Ich weiß, du bist ja auch sehr aktiv auf Facebook und ja, teilst viel deine Perspektive, deine Ansicht auf die Dinge. Bist aber auch sehr daran interessiert, sehr aufklärend und einfach einen offenen Dialog zu suchen. Aber ich wollte mal gerne hören, wie du die ganze Situation, vor allem jetzt mit der Bewegung in den richtigen Lockdown wieder siehst und den gesellschaftlichen Dingen, die da mitkommen. Das sind auf jeden Fall sehr schwierige Zeiten für uns alle. Es stellt uns für unglaublich große Herausforderungen vor unsere ganze Gesellschaft, wo es viel darum geht, dass wir gemeinsame Entscheidungen treffen müssen. Und diese Coronavirus-Pandemie zeigt uns halt auf, wie wir als Gesellschaft Schwierigkeiten haben mit ein paar Dingen, als Mensch, als Homo sapiens, ne? Also das Nervensystem von uns als Mensch ist darauf getrimmt, für uns nach Sicherheit zu suchen. Und immer wenn wir uns nicht in Sicherheit befinden, dann ist unser Nervensystem wird unruhig, fängt an, mehr Kampfhormone zu produzieren. Und wir leben halt in einer sehr unsicheren Zeit, in dem Sinne, dass wir einfach nicht genau wissen, was die Zeiten bringen. Und das wird uns halt gerade sehr, sehr klar. Und im Endeffekt war es schon immer alles unsicher. Ich meine, wir sind gerade in eine sehr, sehr stabile Zeit reingeboren, ne? Stimmt. Aber wir hatten zumindest immer diese Illusion von einer extremst großen Stabilität und Sicherheit. Und wir sind gerade damit konfrontiert, dass wir merken, oh, es ist einfach alles nicht so einfach. Und es ist alles nicht so einfach zu beantworten. Und das war schon immer so und es wird auch immer so bleiben. Und das beunruhigt uns allerdings. Weil wir als Homo sapiens, als Spezies, einfach keine sehr große Unsicherheitstoleranz haben. Was ich in dieser Zeit halt besonders wichtig finde, ist, weil wir halt gemeinsame Entscheidungen treffen müssen, dass wir auch gemeinsam agieren, damit wir uns auch gemeinsam Sicherheit und Stabilität geben können, dass wir gemeinsam einander vertrauen können, um uns als Gemeinschaft wieder diese Sicherheit zu geben, die uns die Zukunft nicht unbedingt geben kann. Es ist ja nicht so, dass da irgendwelche bösen Leute das Thema Coronavirus erfunden haben und uns allen einen Streich spielen wollen. Nein, es ist einfach die Natur. Die Natur ist einfach etwas, worauf wir jetzt als Menschheit reagieren müssen. Gemeinsam. Und dazu brauchen wir jetzt Stabilität und unser Nervensystem braucht so ein Gefühl von Sicherheit. Und das können wir halt über Community und Gemeinschaft bekommen. Und es gibt halt sehr viele wichtige Fragestellungen, die wir halt gemeinsam besprechen müssen, wo wir gemeinsame Lösungen für finden sollten als Gesellschaft, ne? Und wir merken halt, wie uns das in vielen Punkten schwerfällt, wie das zu Konflikten führt, wie es zu Distanz führt. Und wir haben Extremisierung in verschiedene Richtungen. Extremismus ist etwas, was nicht nur eine Seite betrifft, sondern es gibt Extremismus in beide Richtungen. Auch das ist halt eine Skala. Es gibt ein Spektrum. Und was mir halt immer besonders wichtig ist, ist, dass wir halt alle Werkzeuge haben und die Fähigkeiten, ich halte das für eine menschliche Grundfähigkeit, schwierige Themen, auf die keiner eine Antwort hat, auf eine Art und Weise zu besprechen, dass wir während der Besprechung mehr zueinander finden, anstatt voneinander wegzukommen. Das heißt, wie führe ich ein Gespräch und einen Dialog mit einem Menschen auf eine Art und Weise, so dass ich, nachdem ich darüber gesprochen habe, nicht unbedingt vielleicht eine Lösung habe. Schwierige Fragestellungen haben nicht immer sofort eine Lösung, aber dass ich danach mit diesem Menschen näher bin als vorher. Und das ist mir halt sehr, sehr wichtig. Und das ist auch das, wo ich auch die sozialen Medien, wo mich jeder vorgewarnt hat, die sozialen Medien zu nutzen, weil das spaltet die Gesellschaft. Ja, ich glaube, das spaltet die Gesellschaft, wenn man es nicht richtig nutzt. Ich glaube aber auch, dass man dieses Werkzeug auf eine Art und Weise nutzen kann, so schwer es auch ist, weil die haben natürlich spaltende Algorithmen. Aber dass man es dennoch nutzen kann, um hier und da einen kleinen Funken zu lassen, davon, wie man miteinander umgehen kann. Und
Für mich geht es ja gar nicht darum, irgendeine Richtung vorzugeben. Es geht darum, den Dialog und die Perspektivwechsel in alle Richtungen zu betreiben. Als Leute angefangen haben zu sagen, Masken würden nicht funktionieren, war ich der Erste, der gepostet hat, die großen Studien, natürlich funktionieren Masken, was ist das für ein bescheuerter Gedanke, natürlich funktionieren Masken. Funktionieren sie zu 100%? Nein, aber es sind genau solche Sachen, die ich halt versuche aufzuzeigen, dass viele Dinge einfach nicht schwarz-weiß sind. Und gerade in der Biologie, es immer ein Spektrum gibt, auf dem die Dinge passieren und es auch gerade jetzt, was das Corona-Risiko und das Infektionsrisiko angeht, geht es ja gar nicht darum, das Infektionsrisiko zu 100% zu reduzieren, sondern wenn wir es nur ein paar Prozent reduzieren bei multiplen Kontakten über eine Gesellschaft, natürlich führt ein Lockdown dazu, dass wir weniger Infektionen haben als ohne einen Lockdown. Und ich möchte einfach, mir ist einfach wichtig, Daten zu diskutieren, und zwar gemeinsam zu diskutieren. Oft werde ich kritisiert, dass man sowas nicht machen dürfte, weil das ja viele fehlinterpretieren. Ich sage, nein, ich vertraue den Menschen, dass wir gemeinsam daran arbeiten können. Wird es viele geben, die diese Daten nehmen und rennen in die eine oder andere Richtung? Ja, natürlich. Aber das würde auch ohne mich passieren. Ja. Ich glaube nur, dass ich da eine kleine Plattform bieten kann, wie wir gemeinsam darüber diskutieren können. Eventuell die Werkzeuge ein bisschen darzulegen, mit solchen Daten umzugehen. Natürlich, wie du gesagt hast, kann man viele Studien immer auf bunteste Art und Weise interpretieren. Aber die Fähigkeit zu haben, auch verschiedene Interpretationen machen zu können, ist auch etwas Entscheidendes. Es ist nicht nur, deinen einen Weg fahren zu können. Eine andere spannende Frage, die ich noch habe, ist, du hast eben gesprochen von der Gesellschaft und wie die zusammenarbeiten sollte, um auch Vertrauen und Sicherheit zu schaffen. Wie siehst du das mit den nationalen Strategien, die natürlich meines Wissens nach irgendwo das genau machen sollen, ne, dass wir alle einheitlich agieren und auch aufeinander vertrauen, dass wir einheitlich agieren. Andererseits aber auch den Menschen irgendwie die Möglichkeit zu geben, etwas darüber hinaus machen zu können oder etwas, was sie aktiv machen können, das jetzt nicht eventuell an die nationale Sicherheit gekoppelt ist, um mit so etwas wie dem Coronavirus noch besser umgehen zu können oder allgemeine Gesundheit zu verbessern. Stell dir vor, ich bin im Gebäude, merke, dass irgendwo ein Feuer ausbricht. Das sind 12, 13, 14 andere Leute mit mir in diesem Gebäude. Und ich rufe Feuer, alle raus. Stell dir vor, in diesem Moment würden Leute anfangen zu fragen, hey, wie kommst du auf die Sache? Woher weißt du, dass dein Feuer ist? Hast du das nicht vielleicht nur ausgedacht? Ja. Das ist nicht smart. Das ist nicht clever. In Situationen, in denen schnell gehandelt werden musste, ist es sehr, sehr hilfreich, zu vertrauen und auf den Worst Case zu setzen. So, wenn wir evolutionär, also wir gehen durch die Weide, wir sehen im hohen Gras hinten, wie es sich bewegt. Wir können sagen, das ist nur der Wind. Wir können aber auch sagen, shit, vielleicht ist das ein Tiger. Und zu glauben, dass das ein Tiger ist, hat uns hierher gebracht. Es ist wichtig, mit dem Worst Case zu kalkulieren. Deswegen, so was so nationale Strategien angeht, Richtung Februar, März, angesichts eines unbekannten Viruses, Viren sind immer eine exponentielle Gefahr, Lockdown zu machen, ist die absolut und einzig richtige Entscheidung. Wir reden ja auch oft darüber, über die nationalen Strategien. Wir reden oft darüber, Lockdowns, Masken, Abstand. Natürlich, ohne Frage. Ich meine, der asiatische Raum, der hat das schon seit Jahren verstanden, dass das hilfreich ist, um Infektionskrankheiten zu vermeiden. Und wir sehen das ja auch an allen Ecken und Enden, dass es natürlich dafür sorgt, dass wir uns weniger infizieren. Genauso mit dem Testen. Du musst natürlich, du kannst nur das managen, was du misst. Und wenn du musst eine Idee darüber haben, wo sich die Hotspots befinden, wo die Leute sich infizieren. Und das ist auch eine coole Bewegung oder eine coole weitere Entwicklung natürlich jetzt, dass wir mehr dezentralisiertes und hochfrequentiveres Testen bekommen mit den Schnelltests, die rauskommen. Die brauchen eine höhere Genauigkeit an den einen oder anderen Punkten. Wir müssen besser verstehen, wann wir sie einsetzen, anhand ihrer Genauigkeitswerte. Aber dadurch können wir mit der Zeit eine viel, viel größere Flexibilität daran gewinnen, schnell die Leute, die infiziert sind oder auch erkrankt sind, zu isolieren und die anderen aber auch schnell wieder am Leben teilhaben zu lassen. Das ist ja auch genau das, was die Vision davon ist. Und dann natürlich einen Impfstoff zu entwickeln, ist der nächste logische Schritt und voller Support. Ich meine, da ist keiner dabei, der sagt, wir hauen das Ding jetzt einfach raus, sondern es muss sicher sein. Ja. Absolut, es muss sicher sein und es muss eine gewisse Effektivität zeigen und die Studien zeigen auf jeden Fall, dass es eine Effektivität zeigt und die Sicherheit ist auch erstmal gegeben. Da sind noch ein paar Hürden zu überwinden und das muss auch alles mit der nötigen Sorgfalt gemacht werden. Aber dann ist natürlich ein Impfstoff, gerade für die Leute, die am meisten betroffen sind,
ein wichtiger nächster Schritt. Wenn wir über so nationale Strategien sprechen, reden wir aber auch mal wieder darüber, dass wir wissen, dass gerade die Leute am schwersten betroffen sind von viralen Infektionen, ob das jetzt Influenza ist, andere Virenerkrankungen oder halt das Coronavirus, dass die Leute am schwersten betroffen sind, die eine nicht optimale Immunsignatur haben. Was ist die Immunsignatur? Das Immunsystem besteht aus vielen verschiedenen Schichten, angefangen bei Schleimhautimmunität, gehend über Antikörper, B-Zellen, T-Zellen etc. bis hinein in die Tiefe des Immunsystems, ins Komplementsystem. Und wir wissen, dass es manche Leute gibt, die einfach eine Immunsignatur haben, die mit den chronischen Erkrankungen auch viel assoziiert ist, die mit dem Bluthochdruck assoziiert ist, die mit dem Diabetes assoziiert ist, die mit dem erhöhten viszeralen Körperfett, entzündlichen chronischen Entzündungen assoziiert ist, die einfach Menschen in eine sehr viel schlechtere Position bringt, mit einer Viruserkrankung umzugehen, weil das Immunsystem einfach an ganz vielen anderen Baustellen überaktiv ist oder unteraktiv ist. Deswegen kann man nicht sagen, überaktiv ist gut oder unteraktiv ist gut. Wir reden immer von der Immunsignatur, weil das also die individuelle Ausprägung des Immunsystems ist. Und wir finden halt eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit für schwere Verläufe bei Leuten mit Problemen im Energiestoffwechsel, auf die das Immunsystem halt enorm angewiesen ist, zum Beispiel. Fettstoffwechsel, Zuckerstoffwechsel, Diabetes, aber auch Prädiabetes. Und das, was wir jetzt zur nationalen Strategie halt auch immer wieder sagen, ist, ja, das ist super, das ist geil. Lockdown, Masken, Abstand, nationale Teststrategie, Impfung, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Baustein, die Optimierung der Immunsignatur, und zwar als nationale Strategie. Nicht als Entweder-Oder, aber als gemeinsame nationale Strategie. Das Volk darüber aufzuklären. Und wir haben ja die nationalen Institute angerufen. Wir haben die Deutsche Gesellschaft für Ernährung angerufen, haben gefragt, warum auf ihrer Homepage nicht national darüber aufgeklärt wird, wie die Menschen ihre Immunsignatur verbessern. Weil wir wissen, dass viele der bekannten Risikofaktoren für einen schweren Verlauf modifizierbar sind. Da handelt es sich über Faktoren des Fettstoffwechsels, über Faktoren des Zuckerstoffwechsels, Faktoren des Immunsystems, also entzündliche Mediatoren, wo wir wissen, dass sie modifizierbar sind, und wir wissen zum großen Teil auch, wie sie modifizierbar sind. Und zwar nicht irgendwie, muss ich es jetzt tun und in 4 Jahren sieht es besser aus, sondern innerhalb von Wochen, ne? Teilweise Monate. Das ist der spannende Aspekt, wo ich auch oft dran denke, wir zwei sitzen jetzt hier, haben, ja, würde ich mal sagen, eine relativ gute Immunsignatur. Wir befinden uns aber trotzdem auf dem Spektrum auch. Das ist nämlich nicht Risikogruppe oder nicht, sondern unsere Immunsignatur ändert sich ja auch jeden Tag mit den Entscheidungen, die wir treffen, theoretisch sogar jeden Moment. Und nur weil wir jetzt eventuell eine gute Immunsignatur haben, heißt das nicht, dass wir in 2 Monaten immer noch eine gute Immunsignatur haben. Es kommt halt immer darauf an, was du und ich oder jeder für Entscheidungen trifft. Und das ist in beide Richtungen halt sehr beweglich. Das ist jetzt nicht, du bist damit geboren, Stempel drauf und Pustekuchen so, kannst nichts mehr daran ändern, sondern genau das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Wir haben jederzeit die Möglichkeit, unser eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen. Exakt so, wie du es sagst. Wir reden auch von der Risikogruppe und wir nehmen das so als binäres Phänomen wahr. Also von wegen die da draußen. So ein bisschen. Die da draußen. Und da ist die Risikogruppe und da ist die Nicht-Risikogruppe und da ist die harte Linie dazwischen. Aber das ist absolut nicht wahr. Wie du gesagt hast, es ist ein Spektrum. Die Immunsignatur befindet sich auf einem Spektrum. Und es ist ein vor allem ein konstant bewegliches Spektrum. Die Risikogruppe, das, was wir als Risikogruppe bezeichnen, das, was wir wissen über die Risikogruppe, besteht aus zahlreichen Faktoren. So, generell kann man das in 5 Kategorien zusammenfassen. Es gibt Faktoren des biologischen Alters, gar nicht mal unbedingt des chronologischen Alters, sondern des biologischen Alters. Es gibt Faktoren, die den Stoffwechsel betreffen, regulatorische Faktoren, Mikronährstoffsituationen. Und ich will jetzt gar nicht irgendwie direkt in den Vitamin-D-Kerbe schlagen, weil da gibt es auch noch viele Dinge, die wir lernen müssen darüber. Aber was wir wissen ist, dass es einfach viele Faktoren gibt, die zum Teil nicht modifizierbar sind. Wie zum Beispiel das Alter. Ja. Aber es gibt sehr viele Faktoren davon, die modifizierbar sind. Und die sie nicht nur modifizierbar sind, sondern die, wie du sagst, konstant modifizieren. Weil das, worüber wir auch viel reden, ist, die einzige Wahrheit ist Veränderung. Richtig. Das Einzige, was wir fundamental, wenn du an die Grenzen der Physik gehst, wenn du an die Grenzen der Philosophie gehst, wenn du an die Grenzen der Mathematik gehst, sehr viele Dinge sind nicht so einfach zu sagen, das ist eine Fundament. Aber die fundamentalste Wahrheit, die sich überall befindet, vor allen Dingen in dem beobachtbaren Universum, was wir haben, ist Veränderung. Und
Unser Immunsystem, unser Körper passt sich konstant an sich verändernde Umfelder an. Und es ist nicht die Frage, ob du dich anpasst und veränderst. Es ist nur die Frage, woran du dich anpasst und veränderst. Wenn du ein Leben auf einer Couch lebst mit Chips, dann passt du dich an dieses Leben auf Couch und Chips an. Unser Immunsystem ist dafür gemacht, uns anzupassen an die Umwelt. Konstant. Konstant. Konstant herauszufinden, was ist selbst, was ist nicht selbst. Wie muss ich mich navigieren, damit ich Zufriedenheit im Leben gelange? Und zwar ohne Beteiligung des Großhirns. Ja. Konstant. Oder bewege ich mich und passe mich daran an? Konfrontiere ich mich selber mit Keimen im Wald und mein Immunsystem muss darauf reagieren? Hole ich mir kleine Kratzer? Bewege ich mich in der Natur? Atme ich die Luft? Trainiere ich meine Schleimhäute? Bewege ich mich? Schütte ich die Apotheke meines eigenen Körpers aus? Myokine, lasse ich die Muskeln brennen? Myokine sind Medikamente des eigenen Muskelsystems, die dem Immunsystem stützen. Es ist nicht so klar zu sagen, ob das ganze muskuläre System nicht sogar vielleicht ein Teil des Immunsystems ist, zumindest ein Teil. Wir können konstant beeinflussen, in welche Richtung unser Immunsystem sich entwickelt. Und zwar nicht nur mit, oh, hier ist das eine Medikament, das verbessert dein Immunsystem. Nein, jeder Immunologe wird dir sagen, es ist nicht klar zu sagen, was heißt dein Immunsystem verbessern. Es besteht aus so vielen verschiedenen Faktoren. Aber was wir wissen ist, wenn wir es durch Bewegung fordern, wenn wir es mit natürlicher Ernährung behandeln, wenn wir ausreichende Ressourcen in Form von Mineralien, Mikronährstoffe, aber auch gute Makronährstoffe, Faserstoffe, Ballaststoffe, um die zu bringen, in der Kälte ab und zu sein, unsere Schleimhäute trainieren, wir wissen, dass wir dann widerstandsfähiger sind gegen sämtliche Viruserkrankungen und dass wir uns dann in eine bessere Position bringen, weniger chronische Erkrankungen zu haben. Das sind die Sachen, die wir halt wissen. Da gibt es noch viele Fragen, die beantwortet werden, was die Spezifika angeht. Aber die groben Antworten haben wir und die wissen wir. Und wir wissen sogar, dass auch deine Impfung besser greift. Ja. Wir haben noch keine Daten über Covid. Aber wir wissen bei Influenza zum Beispiel, dass Menschen, die sich chronisch gut bewegen und viel bewegen, dass die eine bessere Immunsignatur haben, die natürlich ein Immunsystem hat, was mehr Antikörper produziert als Reaktion auf die Impfung. Da gibt es zum Beispiel Daten, wo die Rentner auf Bewegungsprogramme gesetzt haben und eine andere Gruppe von Rentnern nicht auf das Bewegungsprogramm gesetzt haben. Dann wurden beide geimpft. Man hat gesehen, die mit Bewegung haben bessere Antikörperreaktionen. Das Immunsystem ist halt viel schärfer und kann viel stärker besser reagieren. Ist anpassungsfähiger. Super spannend noch, fand, was du da gesagt hast, ist auch sämtliche ihrer Effekte. Wir wissen nicht, was noch kommt. Richtig. Wir brauchen halt Strategien, die uns helfen, mit der aktuellen Herausforderung umzugehen, die aber auch gleichzeitig irgendwie einen Ausblick geben, dass wir mit den Herausforderungen, die noch kommen, auch umgehen können. Wir lernen quasi daraus auch viel. Ja, ich meine, wir leben im Zeitalter der Pandemien, ne? Also viele verschiedene Formen der Schweinegrippe. Das ist sowas, was wir als Europäer nicht so richtig wahrnehmen, aber redet man mit Asiaten im asiatischen Raum, es geht rauf und ab und wir globalisieren und da kann man sagen, was man will, aber es ist da etwas, was passiert. Richtig. Und wir müssen Strategien haben, die uns halt langfristig als Mensch, ich will gar nicht sagen, die uns helfen, Viruserkrankungen komplett zu eliminieren, weil wir wissen auch, dass ein Immunsystem, was sich überhaupt gar nicht mit Viren und Bakterien konfrontiert, dass das dann auch degeneriert, use it or lose it. Und wir müssen eine sinnhafte, symbiotische Balance auf ganz vielen Ebenen bekommen. Und um diese Symbiose zu finden, das kann nicht ein Experte machen. Eine Symbiose, eine sich wabernde Symbiose einer Gesellschaft muss aus dem Mosaik, aus allen Leuten bestehen, die daran, und jeder ist daran beteiligt. Deswegen ist es mir auch immer so ein großes Ansehen. Ich möchte den Dialog, ich möchte, dass jeder sich traut, seine Meinung zu sagen, sich auszudrücken. Du musst kein Experte sein, du musst nicht der Fachmann sein, du musst nicht, um über Gesundheit zu reden, musst du kein Arzt sein, um über Wirtschaft zu reden, musst du kein Ökonom sein. Es ist manchmal sogar besser, kein Ökonom zu sein, um street-smarte ökonomische Entscheidungen zu treffen. Drück dich aus. Zeig dich, was du zu sagen hast. Geh deinem Gefühl nach. Leg sie auf den Tisch. Du musst sie nicht direkt naiv einfach so rauswerfen, sondern such nach den richtigen Worten. Teile sie. Vielleicht erst mit dem engsten Freundeskreis. Vielleicht hast du Lust, dich auch öffentlicher an was zu beteiligen. Wirst du angegriffen? Kann sein. Ja und? Das ist die Chance, dann damit zu agieren. Erst wenn man zurückschlägt und einen Konflikt daraus dann macht, dann wird es zu einem Problem. Dass jemand sich angegriffen fühlt, das ist okay. Wenn jemand mich angreift, dann ist es okay.
Es wird erst ein Problem, wenn ich dann da einen Fight draus mache. Aber ich bin ja nicht da zum Fighten. Ich bin dafür da, dass wir die Sachen auf dem Tisch miteinander reden. Und das Ziel ist immer, näher zueinander zu finden. So die Sprache und den Dialog und die Worte, Logos, das, was schon immer der menschliche Weg war, zueinander zu finden, zu nutzen. Weil ich finde es gefährlich, wenn wir irgendwann nicht mehr in der Lage sind, Worte zu nutzen, um miteinander zu interagieren, weil dann sind wir auf was anderes angewiesen. Ja. Genau die Experience und auch dieses Zuhören und diese Perspektive sich anzugucken, Offenheit zu haben. Und das ist etwas, was man auch trainieren muss, Offenheit und Toleranz auch ein bisschen zu trainieren. Ne? Und auch so, okay, das ist ein Werkzeug, das ist der Punkt, dafür, das genau. Muss man erstmal mit arbeiten. Genau. Weil genau das war eigentlich die Frage, mit der ich jetzt gerade zu dir gekommen bin und die wir ein bisschen erarbeiten wollten zusammen. Ja, diese Fahrt ist Omega gegangen. Ne? Wir denken jetzt, wir sind wieder am gleichen Punkt, aber das war der einzige Weg, um voranzukommen. Ist okay, wir drehen uns manchmal in Kreisen und Schleifen, aber dadurch finden wir zueinander. Mhm. Dieses bisschen von diesem, womit ich auch eröffnet habe, von diesem Argwohn ist das falsche Wort, aber dieses Misstrauen zwischen den Menschen ein bisschen zu schlichten und dieses, wir ziehen alle am gleichen Strang. Wir sitzen im gleichen Boot und es ist nicht irgendein anderer Mensch, der tough mit uns ist. Ja. Es ist die Natur, die tough mit uns ist. Und wir müssen gemeinsam einen Weg da finden, durch diesen Sturm durchzukommen. Dann hast du halt die Sachen mit den Masken und den ganzen nationalen Strategien, aber auch die Unterstützung, wenn du jetzt keine Maske hast, aber ich habe noch eine extra, dann gebe ich dir die. Ja. Aber auch zu sagen, hast du heute schon kalt geduscht oder so. Ja, super. Beides. Unterstütze ich dich auch dabei. Beides. Von einem Entweder-Oder-Mindset richtig. Reinzukommen, ein Und-Mindset. Richtig. So, jeder hat recht, jeder hat was dazu beizutragen. Ist es alles gleich wichtig und gleich relevant? Ist die Meinung von jemandem, der sagt, ich glaube, das Virus existiert nicht, genauso auf dem gleichen Schemel zu setzen wie jemand, der sagt, jemand von Robert Koch? Nein, natürlich nicht. Das heißt aber nicht, dass er nicht darüber reden darf. Mhm. Wenn jemand sagt, ich glaube, das Virus existiert nicht, dann hilft es nicht zu sagen, boah, du Querdenker und Corona. Nein, nein, nein. Warum glaubst du das? Mhm. Weil das, was du jetzt bräuchtest als nächstes, wären Hinweise und Daten, die das zeigen. Wenn du die nicht hast, erwarte nicht von mir, dass ich ernst nehme. Such den Dialog. Ja. Wir schauen auf die Studien. Ja. Das, was wir handfest wissen bis jetzt, sage ich mal. Ja. Und das, was wir wissen, ist, es wird sich verändern und wir müssen gemeinsam dadurch. Perfekt. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke dir.